Rana, danke vielmals, dass wir das heute machen. Ich schätze das sehr. Ja. Und ich habe mich jetzt gerade so gefragt, wie lange kennen wir uns? Wir haben heute schon mal darüber geredet. Ja, ich habe mich auch gefragt. Ja, 2015, nach dem Schimmerbruch. Meine ich. Also 5-6 Jahre. Ja. Und wann bist du operieren? Nochmal? In der Klinik gut. 2017. Ja, ich denke, ja. Dann war das sicher 15 gewesen. Ja. Ich glaube, bis ich es dann mal geschafft habe, um mich bei dir zu melden, ist vielleicht noch mal ein Jahr vorbei, ist es vielleicht 2015. Auf jeden Fall ist es für mich, gerade heute Sommer miteinander geschwätzt, und habe ich so gedacht, eigentlich unglaublich, wie du dich als junge Frau entwickelt hast und den Weg auch gemacht hast. Also, wo ich extrem dich bewundere auch. Immer wieder aufstehen, wieder weitermachen aus dem Swisskey-Kader und eigentlich dort können den Profit daraus nehmen, um zu sagen, hey, jetzt mache ich halt meine Ski wieder selber. Das ist eigentlich unglaublich. Wie war das für dich? Ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich so mal wieder ein bisschen reflektiere, oder wie halt alles war, sehe ich es auch als eigentlich eine grosse Leistung an. Dazumal ist es halt einfach, jetzt ist es so, jetzt machen wir halt das Beste. Ich habe mich dort recht geschwind organisiert, weil ich ja schon gedacht, wo ich operiert habe, wird höchstwahrscheinlich nicht mehr mit Swisskey-Kader. Und habe mich schon ein bisschen auf den Fall eingestellt, habe alles organisiert. Und muss sagen, ich hatte auch ein Unglück gehabt mit Bündner Skiverband, mit dem Trainer, mit dem Erwin Hartmann, wo mich, ja, wir haben ja auch jetzt noch engen Kontakt. Und das war einfach ein Herzjahr gewesen, aber auch eines der lehrreichsten und hübschsten. Weil prinzipiell habe ich immer so gedacht, eigentlich habe ich ja den meisten den grössten Druck gehabt. Ich bin ja nie mehr gesehen, ich musste liefern. Ja. Und ich habe es nie so empfunden. Es ist eines von den... Also ich habe mir in diesem Jahr fast am wenigsten Druck gemacht bis dort. Weil ich glaube, aber es war auch so der Moment, wo ich realisiert habe, Luana, geniesse es doch auch einfach einmal. Du gibst 100%, wenn ich mehr... Geniesse doch mal, was du hast und ja, fahr mal mit der Freude, die du eigentlich hast an dem Job, an dem Hobby. Darum hat es dann, glaube ich, auch recht an. Und der Trainer war ja dein Jugendtrainer, oder? Ja, er ist davon, also von meiner Schwester einmal. Und halt so quasi auch mein Nachbar. Und wir haben, er hat dann zu Davos die Regionalkader gehabt und ich habe dann ich bin halt relativ früh dann zu Swisskey gekommen. Und darum haben wir nur so nebenbei miteinander zu tun, Ski fahren. Nicht direkt. Ah, okay. Ja. Aber ja, ich habe das Jahr unheimlich geschätzt. Aber er hat sofort eigentlich gefunden, ja, das mache ich. Das mache ich gern. Ja, er hat ja eh ein Team gehabt. Es war dann mehr so, gewesen, kann ich auch mit euch? Okay. Und das habe ich dann natürlich sofort. Und das war mal ganz was anderes mit den Männern zusammen. Ski wieder selber machen, selber den Lauf aufräumen nach dem Training. Wir waren zum Teil 25 Athleten, gewesen, die den gleichen Lauf gefahren sind. Wieder mal in den Schlägen und Löchern fahren. Und vorher war es immer super Piste. Und es war alles anders, gewesen, aber nicht schlechter. Spannend eigentlich. Und wo du dann der erste Tag, der erste Abend deine Ski selber gemacht hast. Wie war das für dich? Ich musste ja noch mal einen Crashkurs machen, apropos. Ja, wenn mit 15 zu Swisskey kommst, vorher hast du noch nicht so viel Mühe gegeben und nachher hast du es nicht müssen. Es war alles so selbstverständlich gewesen, aber auch diese Sachen, das habe ich erst nachher dann mal realisiert und wertgeschätzt, was wir eigentlich alles haben. Und darum ja, bin ich dann ein bisschen auf die Welt gekommen, weil ich habe wirklich nicht mehr gewusst, wie man Ski macht. Oder nicht mehr einmal nicht richtig. Nicht so, dass ich auch Rennen bestreiten kann. Und vor allem in dieser Professionalität, oder? Du ja, bist ja nicht mehr es ist ja wirklich. Ja, genau. Eben. Und dann bin ich dann zu Stöckli noch mal in einen Crashkurs. Und dann habe ich dann angefangen. Es ist, dann habe ich mal gesehen, was das für ein Zeitaufwand genau ist. Weil dort habe ich gerade noch Prosmatura gehabt, heimgekommen. Lernen und noch Ski machen und zuerst bin ich auch einfach langsam. Und ich meine, du bist ja aus deiner Verletzungs-
Zeit raus ja. hat es das ergeben, dass du aus dem Swisscom bist und eigentlich wieder müssen, wie, quasi wie null anfangen. Die Verletzungszeit, die Verletzungsjahre. Wie hast du die alle überhauen? Auch im Kopf, im Gefühl, im Vertrauen. Und doch wissen, hey, ich bin einfach wirklich dieser Sache wirklich treu, wo ich will, weil du hast eine sehr grosse Überzeugtheit auch gehabt. Sonst hättest du ja können sagen, hey, nein, ich mag nicht mehr. Was hat dich denn so unglaublich sicher gemacht oder so stark? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch Mühe, um das genau zu beschreiben oder zu klären. Es ist Instinkt. Ja, es ist irgendwie das Bauchgefühl, so das Urvertrauen. Wir haben ja auch viel über das geredet, dass ich das eigentlich schon immer kann, aber gar nicht mehr dem immer bewusst gewesen bin oder nie geschätzt habe. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, es ist immer, eben, ich habe nie gesagt, hey komm, ich lande oder irgendwie haben wir an richtigen Zweifel haben wir ja nie zusammen geschafft. Nein. Ja, man kann auch gewisse Probleme stellen, aber es ist nicht so, grundlegend habe ich meinen Job oder so oder mein Können anzweifeln. Das war es nie gewesen. Weil einfach, es ist so wie ein Uhr. Es war viel Schmerz, gell? Ja. Schmerzen, die dich eigentlich am Schluss dazu bewegt haben, zu sagen, so fertig, ich halte es nicht mehr aus. Ja, dort, wo ich dann endlich mal gehandelt habe. Ja, genau. Ja, genau. Das stimmt. Aber auch dort, ich habe ja dann jeden Tag gemacht. Ich hatte nie eine Phase, in der ich dachte, ach komm, jetzt gurkt es mich gerade oder so. Es ist auch so wie eine innere Uhr. Ich habe jeden Tag arbeiten gelassen, mit einem grundsätzlich auch eigentlich sehr positiven Gefühl immer. Ja. Trotzdem Zeug, den Verletzungen. Ich habe dich auch nie so erlebt, dass du mir den Eindruck gegeben hast, ich mag nicht mehr. Oder es gurkt mich an. Oder ich höre auf. Yeah. Das habe ich wirklich nicht eine Sekunde bei dir so empfunden oder miterlebt. Auch dort, wo du mir angelegt hast und gesagt hast, ich bin jetzt nicht mehr bei Swisscom. Bei all diesen Emotionen hast du genau gewusst, hey gut, jetzt nehme ich das an, ich nehme das auf mich. Was mir aber auch noch unschön dunkt hat zu dem Zeitpunkt, der Trainer, der dir dort wirklich auch so gut gesehen war und dich auch wieder motiviert hat und gesagt hat, hey, das ist nicht für immer, das ist jetzt für den Moment und du dich erholen und dann einfach mal zurückfahren und du wirst es wieder schaffen, du wirst schneller wieder bei uns sein, wie das du denkst. Das hat mich auch sehr, sehr schön gedacht. Sehr berührt. Und sie haben eigentlich auch dir immer mit unter das Gefühl gegeben, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass sie an dich glauben. Und sie haben ja nie an denen können zweifeln. Nein. Überhaupt nicht. Aber sie haben einfach gesehen, dass wir es Talent wirklich kaputt gehen, wenn man jetzt nicht sorgsam ist mit dem Talent, oder? Ja, weil ich habe sie selber nicht eingesehen. Oder nicht wollen eingesehen, dass ich... Es ist dort ja wirklich nicht mehr gegangen. Es ist wirklich nur weh gehabt. Und er hat mir dann wirklich gesagt, hey... Also ich habe die Person gebraucht, wo man sagt, jetzt ist fertig, jetzt musst du irgendwas machen. Ich habe immer das Gefühl, ich komme es noch irgendwie zu retten und ich will einfach noch in dem C-Kader bleiben, als ob jetzt das überlebenswichtig wäre in diesem Sport. Für mich ist das so schlimm. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wo aus dem Verband zu gehen. So quasi, Jesus Gott, dann bist du ja nie mehr. Und das ist ja, ich habe mir das so, ich bin auch irgendwie schon gewöhnt in Sachen. Eben, ich war so lange in dem C-Kader. Ich hatte immer alles, ich hatte immer Service mal und ich habe es ja nicht anders gekannt. Und im Nachhinein, weil ich schon mit 15 nicht reingekommen bin, im Nachhinein wäre es vielleicht gescheiter gewesen, wäre erst mit 18, 19 nicht reingekommen. Aber das ist ein muss ja alles so sein. Ja, es ist, ja. Ist es wirklich das gewesen, zum Wissen, hey, jetzt gehe ich aus dem C-Kader? Ist es vielleicht auch ein Erfahrungswert, weil du kommst ja aus einer Skifahrfamilie, gell? Und deine Schwestern sind ja beide zusammen auch Ski gefahren, auch älter sind als du. Ja. Und du hast das natürlich schon mal miterlebt. Eine Schwester, die unglaublich talentiert ist, die sehr hoch auch in ihrem Potenzial gehandelt worden ist, die dann zurückgestellt worden ist vom C-Kader, die nach dem Einstieg nicht mehr geschafft hat. Ist es vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund, dass du geprägt bist von dieser Situation? Glaube ich nicht. Da war ich auch, glaube ich, jetzt jung.
auch, dass ich mich, ich hätte ja schon gewusst, wie das ist, weil ich habe es ja miterlebt mit der Schwester, draus gekommen aus der Band. Aber ich glaube, wenn du es nicht selber erlebst, ist es, ich glaube, das musst du selber erleben, um dann wirklich zu spüren, wie schlimm es ist oder wie viel es einem bedeutet. Ja. Mhm. Du hast dich auch sehr schnell wieder zurückgekämpft in die ganze Swiss-Ski-Geschichte, gell? Du bist sehr schnell wieder zurück gewesen, also wirklich unglaublich schnell, wie du wahrscheinlich auch nicht gedacht hättest. Ja. Oder hast du gedacht, dass, oh ja, du, das mache ich locker flockig, da bin ich ein Jahr später wieder drin? Nein, gar nicht. Ich habe mir aber zu dem Zeitpunkt, also ich meine, die grundsätzlichen Ziele, Visionen, die habe ich ja immer beibehalten. Es hat sich ja an denen nichts geändert, aber ich habe mir prinzipiell viel weniger Gedanken gemacht. Ich habe wirklich einfach mal gemacht und gelebt, auch im Moment. Und eben der Trainer hat mir dort auch sehr fest geholfen. Ich habe gesagt, hey, schau, entweder wenn es jetzt da gerade nicht tut, dann tut es nächstes Mal, weil du hast es wirklich drauf. Und die haben es im Training auch immer gezeigt. Und mit dieser gewissen Lockerheit, die ich mehr hatte als früher, ist es dann auch gegangen. Ich habe wirklich so Schritt für Schritt genommen, dann ist es gelaufen. Und wenn es mal läuft, dann läuft es einfach. Und Frühling war ich im B-Kader, 6 Jahre oder 7 Jahre im C-Kader rumgegurt, um rauszukommen und dann mehr, ja, eine Stufe höher. Das finde ich irgendwie auch noch witzig, ja. Aber also, es ist unglaublich spannend, oder? Ja. Also wie der Rückschritt dich eigentlich auch unglaublich schnell eigentlich so vorwärts gebracht hat, oder? Ja. Es ist wie eine Notbremse. Ja, nochmal anlaufen. Ja, genau. Ja. Und dann aber gleich durchstarten und gleich ganz an einem anderen Ort sein, wie du es dir vielleicht überhaupt überlegt hast. Das stimmt, ja. So cool eigentlich. Ja. Wirklich. Wie war das für dich, Luana? Dass deine Mama ist ja schon Ski gefahren, gell? Halt einfach nicht herkömmlich Ski auf dem Schnee, sondern sie ist ja schon Gras-Ski gefahren, gell? Und sie ist ja wahrscheinlich ebenso ehrgeizig gewesen, wie du bist. Das stimmt. Und du hast heute erzählt, dass man dich einfach als kleines Mädchen halt schon mitgerobt hat. Darum du natürlich so früh hast können Ski fahren. Ja. Hast du dir einmal überlegt, ganz einen anderen Sportart zu machen, wieder als deine Familie? Nein, wirklich nie. Also das ist jetzt... Shootet habe ich gerne. Das haben wir viel, als ich noch kleiner war. Aber nie, dass ich jetzt das professioneller verfolgen würde. Nein, es hat wirklich immer schon nur Skifahren gegeben. Also überhaupt nicht, dass es müssen gewesen wäre. Aber für mich war auch früh klar, dass ich das möchte. Ja. Mhm. Und aber wenn wir wissen, gell, du hast auch immer gesagt, ein kleines Mädchen schon irgendwann einmal gesehen, Luana Flütsch im Fernsehen. Und an dem hältst du einfach fest und ich glaube, das ist nicht einmal ein Klammern, es ist einfach eine tiefe Intuition, oder? Ja, ich würde das glaube auch so beschreiben, dass es nicht... Ja, es, aber es ist einfach da. Es ist ja nicht... Und die haben dann auch immer früher Mühe gehabt, um mir das eingestehen oder auch mal sagen dürfen, dass ich das... Weil ich bin ja überhaupt nicht eine Person, die... Wie sagt man? Überheblich. Ja, genau. Ich sehe mich jetzt überhaupt nicht als überheblich, sondern eher das Gegenteil. Und gleich eben das Gefühl habe ich schon immer gehabt. Und ich wollte es dann nicht immer wahrhaben oder dürfen sagen oder erzählen, wie das ist. Aber ich habe es eigentlich schon immer gewusst. Oder ich weiss es immer noch. Dass, eben seit klein, dass das einfach die Vision, die ist immer da. Und ich glaube, das ist das, was mich dann immer tut, schaffen lassen und immer... Ja, dass ich so positiv auch bin. Mhm. Das ist schon das. Ist einfach deinen Antrieb. Ja, genau. Und ja. Ohne Wenn und Aber. Ja. Und darum wahrscheinlich auch noch nie Gedanken gehabt, um überhaupt einen anderen Weg einschlagen. Nein, wirklich nicht. Was ist so, steht das auf deinem weiteren Plan? Für deine Zukunft? Gerade jetzt fällt das Training wieder alles an. Du hast angefangen mit dem Studium im Dezember, wie du heute erzählt hast, wo dir auch Spass macht, wo deinen Geist auch fördert. Und du fährst dann doch eigentlich zweigleisig, wo ja auch wieder sehr viel Energie braucht. Und kannst du denn beides auf einmal unter einen Hut bringen? Weiss ich jetzt auch noch nicht. Wohl kann ich bestimmt, weil das Studium ist recht flexibel. Ich kann es recht flexibel gestalten. Sonst hätte ich es auch nicht angefangen. Weil ich bin jetzt wirklich im Alter entweder 100
20% auf die Skifahrer setzen, sonst kann ich es auch lassen. Ja. Also es macht ja keinen Sinn. Entweder ist man jetzt professionell, bin genug alt, um zu wissen, was professionell ist und was nicht. Das war mir wichtig. Aber es war mir auch wichtig, dass ich etwas habe, dass ich etwas finde, neben dem Skifahren. Mhm. Weil ich bin einfach schon immer der Typ, der etwas braucht. Wir haben das mal diskutiert. Mhm. Ich hatte auch Jahre, wo ich nur Ski gefahren bin. Und das ist meistens hinaus. Ja, ich brauche für den Sport irgendwie einfach nur die zweite Doppelbelastung. Und ja, was ich vorhabe, habe ich noch einiges das Jahr. Also in der Zukunft. Aber auch das Jahr. Aber es ist ich komme jetzt wieder zurück vor einer Verletzung. Mhm. Wieder einmal. Ja. Ich komme mir zwar gar nicht so vor, weil ich schon lang fit bin wieder. Und alles auf gut gegangen ist. Ich kann jetzt aber auch ganz normal in die Saison starten, mit dem Aufbau, alles Tests, alles schon hinter mir. Jetzt einen guten Sommer, im Juli geht es schon wieder auf die Ski. Mhm. Und du hast das sicher, ja. Ja, sehr. Ich weiss nicht, wie die Situation wird sein, aufgrund von Corona, aber ob Weltcuprennen in Kanada, Amerika, ob das ist oder nicht. Und sonst ist sicher das Ziel, aber im Europacup wieder anfangen und dann dort in der Weltcup in die 30 drin. Zu drücken. Zu mischen. Mitmischen. Ja, genau. Das wird dir sicher gelingen. Ja. Und gerade jetzt mit dem Studium und mit dem Skifahren, kannst du ein Studium einfach für einen Moment auf der Seite lassen? Oder bist du dann am Tag durch dem Skifahren, am Abend am Lernen? Wie geht denn das? Das wäre so die Idealvorstellung. Morgen Ski fahren, Nachmittag Kondi und dann noch lernen, der Plan geht meistens nicht so auf. Ja, aber ich kann es recht flexibel gestalten. Und wenn ich gerade mal intensive Phasen habe auf dem Schnee oder im Winter, das weiss ich dann noch nicht, wie es kommt, dann kann ich auch beim Studium ein bisschen zurückfahren und dann, wenn ich wieder mehr Zeit habe, wieder mehr Gas geben oder mehr investieren. Das ist das Coole daran. Und ja, jetzt habe ich gute Zeit. Jetzt mache ich da jetzt ein bisschen, also das mit dem Vorholen läuft auch nicht so gut, aber ja, nein, einfach irgendwann mache ich es dann. Das ist eine lustige. Und Luana, was ist so dein grösster Erfolg, wo du dir wirklich kannst sagen, wow, da bin ich so beeindruckt gewesen, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin zuoberst wirklich auf meinem Podest, auf meiner Karriere angelangt. Bis jetzt. Ja, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Und es ist immer so, einerseits ist es der eine Weltcup-Punkt, der 30. Rang zu Gramontana, weil von dort, wo ich gekommen bin, das war für mich wie ein 5. Rang. Oder ich weiss nicht, fast ein Grand Podestplatz, aber so wie, es hat mehr Bedeutung als einfach ein Punkt. Oder das erste Mal. Es ist so wie halt eine Hürde mehr. Du hast dich mal in die 30 geschafft und du bist von, ja, du bist vom Dreck gekommen. Ich habe so lange Dreck gegessen, was der Sport angeht. Ich glaube, einerseits ist es das und andererseits ist es auch einfach das Comeback. Oder ja, einfach das Zurückkommen. Mhm. So viele Mal schon. Ja. Was vielleicht, ja, klingt vielleicht okay, ich kann dir jetzt nicht das Resultat oder irgendwas sagen, aber es ist einfach so, das vierte Mal jetzt wird das Comeback. Wo ich sagen muss, hey, cool. Ich fühle mich so fit wie noch nie. Schön. Und habe immer noch den genau gleichen Tatendrang. Und noch, ja, fühle mich einfach noch dazu noch viel reifer. Mhm. Ja, und kann es auch einfach mal geniessen. Ja, das ist schön. Das ist cool, ja. Ja, wirklich, das mag ich dir auf den Herzen gehen, hast du auch verdient. Und eben, dem schaffst du auch täglich. Ja. An was gibt es jetzt, apropos arbeiten, gerade noch zu tun? Wo du wirklich weisst, da muss ich einfach noch dran arbeiten. Sei das im mentalen Bereich, im technischen Bereich? Ist sicher bei mir die Abfahrt, wenn ich es jetzt auf die Skifahren beziehe. Ich habe schon ein paar Mal gehabt. Ich bin so, ich komme ja vom Slalom, vom Riesen. Slalom ist so meine Herzensdisziplin. Immer noch. Ich fahre es nicht mehr viel. Hätte ich meinen Weg, jetzt anders kommen. Abfahrt ist so, es stellt mich vor die grösste Aufgabe, weil ich mich wirklich auch überwinden muss. Ich bin da überhaupt nicht. Ich habe dann immer das Gefühl, oh, das bin nur ich.
nur ich muss mich da überwinden. Nein, es geht den meisten so. Ja, das ist ja so. Und das stellt mich gerade noch ein bisschen vor eine Aufgabe, weil es halt schwieriger ist. Die anderen, das kann ich einfach machen. Oder es macht halt logischerweise dann auch gerade mehr Spass, weil ich einfach machen kann. Die Abfahrt ist so... Ja, wie soll ich es beschreiben? Ich mache es auch gerne. Aber es verlangt einfach am meisten von mir. Genau. Und das ist... Da muss ich sicher noch eben sich zu überwinden, sich darauf einstellen und auch einfach die Erfahrungen sammeln. Abfahrt ist auch einfach eine Routine-Sache. Und die habe ich jetzt aufgrund von auch eben Haufen Rückschlägen noch nicht so. Mhm. Und ich muss mir da auch einfach ein bisschen Zeit geben. Es ist nicht immer, es muss nicht immer gerade alles so, wie es halt haben. Es muss immer gerade alles klappen. Ja, und das ist... Ja, also bin ich auch schon geduldiger geworden. Aber es ist immer noch so ein bisschen sicher die Abfahrt das Grösste, mental und physisch nicht, aber mental, glaube ich. Mhm. Und wenn du sagst, wenn du dich jetzt kannst darauf einstellen, was auf dich zukommt, und jetzt hast du doch ein paar Erfahrungen können sammeln, ja, dann weisst du auch, was auf dich zukommt. Und dann können wir ja auch gut daran arbeiten, oder? Das stimmt. Und ich weiss ja auch, dass, also wir haben ja das schon ein paar Mal diskutiert, dass ich es ja kann. Es ist ja nicht, dass ich es nicht kann. Es ist einfach eben die Einstellung, die muss stimmen. Mhm. Und da sind wir, aber ich weiss ja, wie es sollte funktionieren. Oder wir haben das auch schon einfach visualisiert, mal, oder mit den Sprüngen, oder mit so Sachen, das, wo mich dann quasi dazu bringt, dass ich mich muss überwinden muss, die Geschwindigkeit. Mhm. Die Geschwindigkeit zum Beispiel. Eigentlich habe ich das so gerne, und gleich in der Abfahrt ist das was anderes eben. Vielleicht haben wir es halt noch die Sprünge drin, oder? Wo wir ihr ja, nicht so viel. Könnt euch auf das einlassen können. Und so für die Spuren wieder verwischen und eigentlich genau wissen, wie der Sprung ausgerichtet ist. Ja, und vor allem haben wir es in Europa so nicht. Ja. Du kommst schon eine andere Liga dann im Weltcup. Mhm. Andere Speed, andere. Mhm. Aber ich will ja, ich suche ja immer Herausforderungen, egal wo ich lebe. Ich nehme das gerne. Und darum, genau die Sachen, die mich dann meist herausfordern, rege mich zwar am meisten auf, logischerweise, aber ich will es ja dann auch unbedingt. Und die Abfahrt ist so ein Punkt. Ja. Also ich habe es zum Beispiel mit dem Schwimmen so schlecht im Schwimmen. Und dann habe ich mich einfach irgendwie durch so einen Kraulkurs gezwungen. Ja, genau. Kraus war, aber ich habe das jetzt einfach müssen machen, weil ich kann. Und bei der Abfahrt, ich will es ja unbedingt. Und darum spornt es mich ja, glaube ich, auch noch mehr an, dass wir dass ich jetzt das herbringe. Jetzt. Ja, das schaffen wir. Ja. Weil es ist ja so, wenn wir Menschen irgendwo eine Not merken, dann ziehen wir uns ja automatisch zurück in die Komfortzone. Ja. Und man macht sofort so, Hilfe, nein, also ja, ja, ich muss ja noch nicht gerade so fest. Und gleich, dort wo du jetzt stehst, ist es eben nicht eine Ermessensfrage, zu sagen, kann ich nur halb oder soll ich ganz, nein, oder nur drei Viertel? Und dann wird sie auch wieder gefährlich, genau, oder? Dass du dich voll und ganz kannst darauf einlassen kannst, dass du die Komfortzone kannst verlassen und wirklich in die Lernzone, in die Risikozone plus dann in die Erfolgszone kannst wechseln. Ja, genau. Und dass du dir dessen auch wirklich kannst bewusst sein und an diesen Sachen arbeiten und dich darauf einlassen kannst. Ja. Indem, dass du vielleicht auch von einem Vorbild von dir visualisieren und weisst, hey, umso mehr, dass ich es sehe, umso mehr, dass ich mit reindenke, umso mehr weiss ich, das kann ich auch. Ja, ich glaube, es ist auch schlussendlich nur das Zutrauen, weil ich weiss, ich kann es auch. Es ist einfach, ich möchte einfach die Abfahrt mal so gerne bekommen, wie zum Beispiel der Slalom. Mhm. Das ist so mein Ziel. Vielleicht geht das auch gar nicht ganz, muss auch nicht, aber einfach so, dass ich, wow, das gehört auch zu meiner Lieblingsdisziplin. Und da schaffe ich mir jetzt ein bisschen her. Aber wie gesagt, die Abfahrt ist auch eine Disziplin, die du her schaffst. Ja. Das ist auch was, das macht man ja nicht schon mit 15. Nein. Da, also, und das, ja, wird ja relativ, also ich sehe es eben die jüngeren Fahrer, das wird ja relativ wenig wird das trainiert. Ja. Und plötzlich heisst es, hey, morgen haben wir Abfahrt. Yes, das muss ich die Mädchen anschauen. Und die mir erzählen, nein, das macht mir so Angst und ich traue mich so nicht und wow, wenn ich nur daran denke, und das braucht also wirklich eine grosse Überwindung, aber auch, ich glaube, auch eine Überzeugung, ja, zum Wissen, will ich das? Und ja, du, wo du weisst, du willst das, dann weisst auch, du bist fähig und du kannst das auch. Ja. Und trotzdem muss man ja an diesen Sachen arbeiten,
man schafft ja auch nicht nur in Krisensituationen, man schafft ja auch an sich, wenn es einfach top läuft. Weil du möchtest ja das so lange wie möglich können ausüben und duplizieren, was du wirklich so gut kannst. Ja, das ist ja so. Also für mich, Luana, ich bin auch gespannt und auch wieder mit dir an diesen Sachen arbeiten, Komfortzone zu verlassen, wirklich Risiko eingehen. Und ich freue mich extrem, um an diesen Sachen mit dir zu arbeiten. Danke dir viel, viel mal. Und du hast uns natürlich heute noch an einem wunderbaren Ort hergeführt. Ja, trotz des schlechten Wetter. Du kannst doch noch ein bisschen erzählen, was verbindet dich da so unglaublich mit dem Patnun und einfach mit deiner Heimat? Das ist also einerseits logisch die Berge. Wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, wenn ich nur schon von Langquart innefahre, dort zu Prättigau, das erste Mal Skier, dann so einen Zulzflug gesehen, schon so, wow. Und nachher komme ich auf Pani, dann fahre ich Pani Richtung Santa Tönia, nachher sehe ich das erste Mal den Skiflug, dann ist es einfach so, wow, da bin ich wirklich daheim. Es gefällt mir einfach so gut. Also Natur, Landschaft sowieso, aber es ist auch einfach, ja, ich habe meinen Freundeskreis da, wir haben ja, so einen guten Draht, dass ich will gar nicht einen anderen Ski. Also, logisch, aber ich zügle ja jetzt dann. Wow! Aber super. Ich weiss jetzt schon, dass ich jedes Wochenende da bin. Das weiss ich. Rein aus dem Prinzip, dass ich einfach auch mal ein bisschen näher bin an allem. Ein bisschen geschwinder an der Uhr. Aber ja, verbindet auch mich. Ja, ich glaube, es sind schon wirklich Berge und auch mein Freundeskreis. Es ist schon ein Kraftort da. Also, ich kann einfach da reinkommen und ich kann loslassen und ich kann Energie tanken. Ich bin einfach auch gerne da. Ich kann es gar nicht mehr erklären. Es ist einfach auch hübsch. Ich glaube, es versteht jeder. Ja. Und sonst kann ich es nicht nachvollziehen. Also wir sind auch völlig angetan. Es ist zwar eben kalt. Es ist kalt und grusig, aber und es ist so ein bisschen neblig, aber es ist einfach unglaublich schön. Ja. Und einfach so eine schöne Stimmung. Mhm. Und ich kann es spüren, wenn du erzählst, wie es dir geht. Und es ist schön, dass wir das mit dir erleben und mit ja, dir cool, teilen. Danke vielmals, Luana, dass es dich gibt. Und dass ich mit so einer tollen jungen Frau zusammenarbeiten darf.